Regionalliga Schlusslicht ERC Haßfurt und dem ERV Schweinfurt. 2800 Zuschauer drängten sich in die dortige Eishalle. Alleine 1000 davon mögen aus Schweinfurt gewesen sein. Attacke brüllen hier die Haßfurter Fans, die diesmal endlich auf einen Sieg in diesem Prestigeduell hofften. Der ERV Schweinfurt allerdings hat unter seinem Spielertrainer Jamie Fiesel noch nie gegen den Lokalrivalen verloren. Erste Chance nach gut 2 Minuten für die Gastgeber, die sie an den weißen Jerseys erkennen. Das ist der Ex-Schweinfurter Patrick Geuss. Und dann verpasst sein Teamkollege die Chance zum 1:0. Dann muss Schweinfurts Martin Krönert auf die Strafbank und das sollte nicht ohne Folgen bleiben. Powerplay der Gastgeber hier mit Patrick Geuss, der einen starken Tag hatte. Dann Jerzy Sindelar, der Haßfurter Neuzugang, und Miro Koreni mit einem satten Schlagschuss. Das war das 1:0 für die Hausherren. Schweinfurts Kapitän Holger Köder ist sichtlich schockiert von diesem unerquicklichen Auftakt. Die Haßfurter nach diesem Tor sichtlich im Vorwärtsgang. Rob Johnson war das und Martin Reichert, der verkappte Stürmer der Haßfurter, scheitert an Matthias Bertle. Gute Stimmung zu diesem Zeitpunkt auf den Rängen. Das Publikum hoffte noch auf einen Überraschungssieg des Tabellenletzten. Zwölfte Spielminute und wieder Haßfurt im Angriff mit Peter Rümpelein. Bei diesem Fernschuss war Matthias Bertle die Sicht versperrt. Es hieß 2:0 für die Gastgeber. Geuss, Rümpelein und Olli Kratschmer freuen sich. Schweinfurter Spielaufbau in der 14. Minute mit Jamie Bartman. Gerald Zettner erobert sich dann die Scheibe, tankt sich in das gegnerische Drittel hinein. Pass auf Roland Drechsel und das war das 1:2. Der Anschlusstreffer für die Schweinfurter. Bessere Stimmung jetzt also auch wieder beim ERV-Anhang. Kurz vor der ersten Drittelpause noch einmal ein schöner Angriff der Gäste mit Spielertrainer Jamie Fiesel. Der versucht jetzt den Puck ins Haßfurter Gehäuse hineinzuschlinsen, das klappt nicht ganz. Es bleibt beim 2:1 für Haßfurt. Nächstes Drittel Stefan Rink und dann hat Thomas Kummer die Großchance, aber er scheitert am souveränen Haßfurter Keeper Rainer Schwab. Jamie Fiesel und Gerald Zettner saßen dann für jeweils 2 Minuten auf der Strafbank. Wieder Powerplay-Situation für die Haßfurter. Das haben sie mittlerweile ganz gut drauf. Reinhold Altmann, Jerzy Sindelar und Miro Koreni, er hat vorhin schon einmal getroffen, zieht ab und es heißt 3:1 für Haßfurt ausgerechnet. Der Verteidiger Miroslav Koreni macht hier also schon seinen 2. Treffer. Dann wieder Verwirrung vor dem Schweinfurter Gehäuse. Patrick Geuss scheitert an Bertle, Reinhold Altmann auch. Turbulente Szenen und dann beharken sich Holger Köder und Jerzy Sindelar am Boden. Letztgenannter mit eindeutiger Gestik und dafür marschiert er erst einmal 10 Minuten auf die Strafbank. Dennoch Haßfurt erstmal weiter im Vorwärtsgang. Verteidiger Holger Kaufmann tanzt hier durch die Schweinfurter Reihen, hat dann aber etwas Pech beim Abschluss. Dann die Gäste mit Stefan Rink, gewaltiger Schlagschuss. Und Thomas Kummer setzt nach, kleine Raufhändel mit Miro Koreni und da liegt der Schweinfurter auf der Nase. Noch 20 Sekunden zu spielen im 2. Drittel und Bulli in der Haßfurter Zone mit Jamie Fiesel und dann Martin Müller mit einem schönen Schlagschuss macht das psychologisch äußerst wichtige 2:3 aus Sicht der Schweinfurter. Schlussdrittel und Jamie Fiesel beruhigt in der Pause die angstvollen Gemüter. Don't panic, meinte der Kanadier. Wie wir gleich sehen, zu Recht. Stefan Rink erst mit einem Schlagschuss, dann noch einmal der Bauerntrick. Das war es noch nicht. Dann die schicksalsträchtige 43. Minute. Martin Krönert leitet einen Schweinfurter Angriff ein und später taucht Jamie Fiesel aus dem Nichts auf. Hier kommt er, der Kanadier, und macht den 3:3 Ausgleich. Vielleicht die Wende zugunsten der Gäste. Immer noch die 43. Minute. Jamie Bartman wurde jetzt sogar stürmisch. Gerald Zettner und wieder Jamie Fiesel, ein gewaltiger Schuss. Das 4:3 für die Schweinfurter. Jetzt also lag plötzlich der ERV in Front. Wenig später immer noch Jamie Fiesel-Time. Lässigkeiten in der Haßfurter Hintermannschaft. Und so etwas wird in der Regel schnell bestraft. Hier kommt Jamie Fiesel an den Puck. 5:3, ein lupenreiner Hattrick des kleinen Kanadiers in Haßfurt bringt die Wende zugunsten der Schweinfurter. Jerzy Sindelar brachte Haßfurt zwar noch einmal heran, aber dann kam Martin Krönerz
glanzvolles Solo in Hassfurt mit perfektem Abschluss. Das war das 4:6 und damit war die Partie gelaufen. Endstand dann nach zwei weiteren Toren von Fiesel und Drechsel 4:8 aus Hassfurter Sicht. Jubel natürlich bei den Schweinfurter Fans und eine Ehrenrunde der ERV-Cracks in der Hassfurter Eishalle. Wer hätte das so für möglich gehalten? Wohl keiner außer Jamie Fiesel.